Farm, die ist zumindest groß. Ich meine, die sieht jetzt nicht mega modern aus oder sicher. Okay, das scheint aber, als würden wir, also wenn wir hier laufen würden, würden wir da nicht unbedingt irgendwas besser oder mehr machen. Wir sollen hier abbiegen, weil ich möchte zuerst da oben gucken. Doch in diesem Haus, da scheint irgendwas zu blinken gerade. Aha. Munition, gutes Ding. Ah, schön, Blitzgranaten. Batterien, sauber, sauber, sauber. Alles, was wir finden, ist definitiv jetzt eine echte Bereicherung. Hier oben sonst noch was, ein altes Bett. Ich denke, das können wir gerade nicht gebrauchen. So, fahren wir mit dem Jeep weiter. Ich will da hoch. Ich will sehen, was da oben uns erwartet. Vor allem will ich wissen, ob wir da oben noch irgendwas finden, was wir gebrauchen können. Denn das ist definitiv eine Story, wo man schön immer so viel wie möglich mitnehmen sollte. Ein anderes das Jagdgewehr, sauber, dann nehmen wir natürlich mit. Also, wie ihr alle wohl bemerkt habt, ist der Sturm, dessen Vorboten wir alle gespürt haben, endlich da. Die Jungs vom Wetterdienst sagen, dass er bis morgen früh toben wird. Vielleicht. Ja, wunderschön. Lasst mich diesbezüglich nochmals die Vermisstenanzeige vorlesen. Die Polizei sucht immer noch nach einer Frau, 30 Jahre, schlank, blond, mit blauen Augen. Unsere Sie Frau? Sie hat sich vielleicht im Wald verirrt und ist womöglich bei einem Autounfall verletzt worden. Wenn ihr sie seht, schafft sie bitte ins Trockene und ruft den Sheriff. Okay. Bei diesem Wetter sollte man nicht draußen sein. Also, wenn ihr jemanden seht, der ein wenig verwirrt aussieht, seid ihr behilflich, okay? Hier spricht Pat Main auf KBF FM, in der Hoffnung, dass ihr heute Abend alle in Waren seid. Ja, aktuell ist es ja eher so, wenn wir irgendjemanden treffen, der leicht verwirrt aussieht, schießen wir auf ihn. Weil alles andere ansonsten zu unserer eigenen Misere führt. So. Toll, wunderschön. Ja, dann kommt mal her. Ja, diese großen Typen, die halten echt so viel aus, ne? So. Und, ja, aber was will man erwarten auch? Wir haben halt hier der Wagen hat sogar Innenbeleuchtung. Also ich würde halt echt gerne, bevor wir zu dieser Farm fahren, so weit wie möglich hier. Ah, okay, das war gerade einfach nur optional, ob wir jetzt da lang fahren oder nicht. Das ist cool. Gut, dann haben wir also schön den anderen Weg gerade mitgenommen. Oh, der Wagen. Ich finde auch cool, dass sie alle immer die Schlüssel stecken lassen. Aber wir können ja einfach sagen, das ist so ein bisschen GTA-Style. Was ist das?
Jetzt wirft das Dunkel direkt mit ganzen Gebäuden nach uns, oder was? Typen muss auch zweimal anfahren. Hör mal auf, bist du doof? Der Wagen ist neu. Ach, noch nicht mehr lange. So. Ich werde wahrscheinlich in Kürze den Wagen wieder tauschen müssen, wenn das so weitergeht. Dampft schon ein bisschen, ne? Ich glaube, ich wechsle den echt mal. Ist es unser Dampf von dem Wagen hier oder ist das der Dampf von... Naja. Hätte im Endeffekt auch... Ne, das ist schon der Wagen. Okay, gut. Dann nehmen wir halt den hier. Ist sowieso ein bisschen stilvoller, so als Amerikaner auch, die wir ja nun mal sind. Was denn, bin ich Alan Wake, der Schattenpimp? Da darf ich das. Cousin, fuck up here. So, was geht jetzt? Nächsten Trottel wieder auftauchen. Aber ich denke, das wird es gewesen sein erstmal, oder? Ah, okay. Hier kommen wir eh nicht durch. Hätte ich auch den Wagen nicht für bringen brauchen. Aber das weiß man ja vorher nicht. Komme ich hier drauf? Irgendwie? Ah, ich muss drum rum, okay. Komme ich da mit dem Auto durch? Ne, oder? Probieren, weil da stehen ja schließlich auch noch andere Reifenspuren. Ich würde sagen, nein. Nee. Kommen wir nicht durch. Okay. Gut. Dann halt nicht. Tschüss, Auto. So, wo kommen die nächsten? Man lässt uns da mit Sicherheit. Ja! Klar! Schattenbagger! Mhm. Normal. Ja, Bulldozer hatten wir ja schon. Ey, könnt ihr mal aufhören? Komm mal her. Hier. Das ist ein Blendgranate, du Affe. Aber zum Glück war... Okay, der steht hier auf sowas wie Schienen. Ich wollte schon sagen. Wenn der auf... Ja, ansonsten hätte das echt noch mies enden können für uns. Wenn der auch noch fahren hätte können. Darunter? Ich will nicht darunter. Kann hier nicht irgendwas Cooles sein? Ja, da ist natürlich wieder ein Baum. Okay. Geht ja anscheinend nicht anders. Komisch, dass ich hier runterlaufen darf. Normalerweise ist hier der Abhang ja irgendwie immer für Alan Wake jetzt seiner.
überall runterfallen. Komme ich nicht rein. Schade. So krass die Entwicklung der Geschichte aktuell. Wir sind jetzt auf der Farm. Okay. Ah, gelb. Ah ja. Da rein. Da rein. Da rein. Ich glaube da rein, oder? Ja, da rein. Okay. Munition und eine Blendgranate. Gut, dann habe ich die wieder draußen, die ich gerade eben benutzt habe. Dann können wir uns auf jeden Fall weitermachen. Ich hoffe zumindest, dass ich die jetzt nicht direkt benutzen muss. Na komm schon. Boah, diese miesen Typen, ne, mit ihren riesigen. Ich möchte hier wieder ein Auto haben, ganz im Ernst. Hier sind doch überall Fahrspuren. Möchte ich nicht irgendwo wieder ein Auto haben? Und was nun? Hier ist irgendwie, was ist das? Eine Silvesterrakete oder so? Ja, mehrere gleichzeitig. Eins, zwei, da ist auch noch eine. Ich sehe da noch. Hier überall sind so Raketen. Ich wusste, dass die Brüder mal sowas wie Rockstars waren, aber so richtig kapierte ich das erst, als ich die Bühne sah. Okay. Ich bin so froh, dass du einen Alleingang hingelegt hast, Mr. Bronson. Halt die Klappe und schieß! Wir müssen sie abwehren! Ich kann von hier aus mehr von dem Feuerwerk abfackeln und dir helfen! Ich denke, dass hier eine Menge Munition und sowas rumliegt. Und zwar überall! Haltet durch! Ich mache die Scheinwerfer an! Oh, was will der denn? Oh, Junge, Junge, Junge. Alter, hier ist ja alles drin. Ist ja wie Weihnachten. So, direkt mal. Mach auf. Ja, genau. Was? Noch einer?
Bleib im Licht, du bist lustig, Alter. Also ich finde auf jeden Fall, bei der Musik kann man sich schon mal überlegen hier. Bam, bam. So, jetzt habe ich auf jeden Fall alles, was man haben kann. Boah, Junge! Ey, wie viele? Hör mal auf! Ja, füll halt mal nach. Yo! Alter! Alter Finne! Das war der Hammer! Das war wirklich... Amerikas Rock'n'Roll Hauptstadt. Das war wirklich der Hammer, Alter. Das hat... Was ein krasses Event! Hier habe ich auch alles mitgenommen. Die Schrotflinten Munition nehme ich auch nochmal mit. Ja, klar, da geht's zur Farm, aber ich will eigentlich. Haben wir denn jetzt hier alles gemacht? Ey, krass, Junge, mit der ganzen Feuerwerk und alles. Hammergeil. Aha, noch eine Notiz gefunden. Deputy Mulligan ignorierte Thorntons Geschwätz. Er hielt Atoren nicht für besonders nützlich und eine große Menschenjagd hielt er für Schwachsinn. Kein Grund, Kaffee und Kuchen zu verpassen. Es war ja nicht einmal klar, was er getan hatte, außer auf der Wohnwagenanlage vor ihnen zu fliehen. Mulligan wusste, dass er nicht allein war. Der Sheriff verlor auch die Geduld mit dem FBI-Mann. Okay. Also wir sind jetzt hier einigen Leuten begegnet, denen wir wahrscheinlich nicht nochmal begegnen werden. Und hören immer mal wieder neue Namen. Aber sau krass, Alter, mit dem Feuerwerk und mit... Ey, so gut, ne? So gut. Ja, dann komm, lass uns gehen.